Herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2013, hier zum Rennen von Bahrain. Ja, wir standen von Position 12 aus und Hülkenberg ein Platz vor uns, den werden wir uns am Start sofort erstmal krallen. Das Rennen soll sonnig werden, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und legen los. Ah, hier haben wir den Alonso im Bild. Ist das der Alonso oder der Felipe? Ich weiß es nicht. Aber egal, wir werden beide Ferrari schlagen. Wir versuchen es auf jeden Fall. So, der Ladebildschirm. Und wie auch schon gesagt, sonniges Wetter mit ein paar Wolken am Himmel, das soll uns aber nicht stören. So, Lenkrad ran bitte, gute festgenagelt und los geht's. So, erstmal hier zur Startaufstellung. Also, Sebastian Vettel startet von der 1, vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Auf der 4. Mark Webber, 5. Nico Rosberg, 6. Massa, 7. Räikkönen, 8. Grosjean, 9. Perez hat Button geschlagen. Button auf den auf der 10, Hülkenberg 11. Ich bin 12. und der Guido auf der 20. 25 Grad Außentemperatur, 14 Runden werden gefahren, so, dann gehen wir mal zur Strategie. Ranch oder was starten wir denn? Weich oder hart? Weiß er nicht. Ja, okay, weiß nicht, weich, ja, okay, dann werden wir so wie die anderen fahren. Ich würde sagen, wir starten auf hart und gehen in Runde 8 auf die weichere Mischung. So. Wir starten das Rennen. So. Aus der Box raus auf die Rennstrecke. Scheiß Red Bull. Nein, Spaß. Vettel ist cool. Wo ist denn mein Oberlappenhelm? Oh Mann. Der große Preis von Bahrain. Beginnt. Schlechter Start von Hülkenberg, besserer Start von die Rester. Weg da, ich muss da vorbei. So wie gar nichts gewonnen, super Leistung. Ja, Starts kann ich noch nicht so. Hülkenberg und Button kloppen sich hier noch. Ah, die kralle ich mir jetzt beide in der... Da kam die Hand raus, ich weiß nicht weswegen. Da können sie beide besser rausbeschleunigen. Beide haben wir 2 Plätze gewonnen. Natürlich Hülkenberg und alle hinter mir auf der besseren Mischung. Haben natürlich mehr Grip. Also solange ich mithalten kann, ist das ja gut. Die können aber auch besser rausbeschleunigen, das sieht man sofort. So. Hülkenberg zieht uns davon, aber... Wir versuchen mal von Perez wegzukommen. Mein Gott, ey, die Aston ist ja zum... Wow, 2 Plätze gewonnen, aber was ist das, ey? Ja, aber rein ist ja kein Wunder, da wird es auch nie regnen. Wie will denn der überholen, der Perez? Kann außen. Da gibt es ein kleines Vierer-Battle. Macht da ruhig mal weiter.
Ich komme da durch ran. Boah, etwas zu spät auf der Bremse. Ich komme gerade mal wieder überhaupt nicht klar, ey. Also, wenn ich was aufnehme, dann muss ich immer gleich ein Rennwochenende durch aufnehmen. Weil es ist ja unnormal. Ich komme gerade überhaupt nicht mit der Strecke klar. Ich fahre sau schlecht. Der Perez bleibt hinter uns, ey. Kann doch nicht sein. Mit letzter Kurve habe ich jetzt auch schon langsamer raus. Aber die kommen natürlich ran. Die haben. Man sieht, wie die im Windschatten rankommen, die beiden McLaren. Das ist ja unnormal. In der ersten Kurve verlieren die immer eine Menge. Da kommen sie im zweiten Sektor ran und im dritten Sektor auch. So. Und dann nur Zehnter. Kann natürlich alles besser sein. Aber irgendwie will es heute nicht. Das bleibt dann nicht mal auf stabilen 60 FPS. Wenn es einmal kurz auf 60 ist, dann geht es sofort wieder runter. Und das kotzt an. Weil das ist ja so ein gewaltiger Unterschied, diese 60 und 30 FPS. Warten wird wohl in den nächsten Runden zum Reifenwechsel kommen. Man darf nur einmal die Spur wechseln, das mache ich auch. Muss ich mich hier verteidigen, das war ja wieder Rosberg, ey. Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass diese harten Reifen einfach deutlich langsamer sind. Oh, viel zu spät gebremst. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Das ist echt schön, man sieht diese Reifen. Durch diese Temperatur. Oh Mann, nein, du kommst hier vorbei. Man sieht, ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf diese Strecke. Wollte ich ihn gerade sagen. Wenn die sieben Runden, wenn die mehr als sechs Runden fahren können, dann ist es einfach nur verpackt, ey. Aber durch diese warmen, heißen Temperaturen, ey, da ist dieser Reifenverschleiß sau hoch. Da kann man nichts machen. Aber sauber, ey. Ich muss halt mit den noch vier Runden fahren, ey. Unnormal. Wir haben wie diese Reifen abbauen. In der ersten Kurve verliert die KI eine Menge Zeit, ey. Mindestens eine halbe Sekunde.
Aber man sieht, dass ich momentan überhaupt nicht vorbereitet bin auf das Spiel. Ach ja, tschüss. Ist klar. Ist klar. Hol dir diesen Platz zurück. Los, du schaffst es. Es war außen überholt. Wo ist der Perez hin? Freunde, hab keine Chance. Hans zu vergessen. Ein Reifen bestimmt mal wieder. Den Abbau. Weiß ja nicht, wie die damit ihren weichen Reifen so lange durchhalten können. So, hier kommt er nie ran, ich verstehe es aber nicht, ey. Überall sonst kommt er ran, ja, außer hier. Mal gucken, was wir in der Box da rausholen können. So, hier wird auf jeden Fall nicht rankommen jetzt auf der Geraden. Hier gibt es ja vier Geraden in der, auf der Strecke. Statt sie gerade, dann danach die gerade. Gerade eben die. Und jetzt hier. Auch schon mal den Reifenabbau an, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja unnormal, sind sie die ersten in der Box. Ölmeck auch drin, ne? Boah, sind schon zwei rausgekommen. War Mercedes und unten Red Bull, hast du ja gesehen. Button ist glaube ich auch reingefahren, weil Perez wieder hinter mir ist. Einfach nur das Beste rauszuholen. Da, dieser Reifenverschleiß, ey. Sauber gehört mit zu den Top-Teams, die ja den größten Reifenverschleiß haben. Kater, Sauber und Toro Rosso sind die Dreier. Den wenigsten hat Lotus. McLaren wahrscheinlich anscheinend auch. Ich fahre eine Runde, also. Ich gehe meiner Strategie vollkommen nach. Ich schau meinen linken Reifen an, wie der aussieht. Und diese. Der rechte Vorderreifen, der baut kaum ab. Nur diese anderen Reifen, ey. Gott, Pirelli, ist diese ist die behindertste Reifenfirma, die es gibt, ey. Ganz ehrlich. Oh, die nächsten drei sind in der Box, sogar vier waren in der Box. Ah, bekomme ich den noch? Bekomme ich den noch? Ja, den bekomme ich. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. So. Jetzt sind wir Dritter momentan. Vor uns ist Platz 2 und 1. Rosberg und der Vettel müsste das sein. Natürlich wird der Hamilton rankommen. Da ist Hülkenberg wieder.
Alter, wie viel Zeit holen die auf? Die holen ja saugut auf. Da fett einstellen für den letzten Sektor noch. Vergiss den Boxenstopp nicht. Dein Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Ja, sehe ich genauso, mein lieber Ingenieur, ey. Du kannst das fette Gemisch 3 wählen, wenn du willst. Nutz die Performance dann, wenn du sie am besten brauchen kannst. Sofort auf Fett gleich, ey. Komm. Weiche rauf und raus. Nein. Nein. Oh Gott, ist das schon ein schlechtes Rennen. Oh, noch vor Paris. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Ist das Setup nicht einfach nur für Reifenabbau gedacht oder was? Oh, Alter, wie ich auf Paris, wie ich Paris wegfahre. Oh, jetzt krieg ich einen Anruf. Na toll, ey. Hab es gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Müssen wir mal aufholen hier. Deine Seiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Ey, es liegt bestimmt nur am Setup. Nur am Setup. Und das Benzin läuft mir fürs Ende des Rennens. Ist klar, ja, guck doch, wie der rankommt. Guck doch, wie der rankommt. Hat's vergessen. Ey, wie unnormal ist das denn bitte, ey? Komm, Leute, müssen wir noch wenigstens noch Platz 10 haben. Krebs und neun DRS, deswegen kam die noch so gut ran. Aber trotzdem zieht er mir weg. Unnormal, unnormal. Ja, McLaren kann keinen besseren Topspeed haben als ein Sauber. Ja, die fahren davon sehr langsam gerade. Nein, den kriege ich aber jetzt, ey. So, finde das ist 7. Ich komme nicht ran. So, jetzt habe ich ihn. Wenn wir nur um Platz 10 kämpfen, macht trotzdem Spaß. Jetzt haben wir einen. Er drängt mich doch raus, ganz ehrlich. Ey, ich war außen. Er muss ja schon Platz lassen. Und
nächstes Ziel ist Hülkenberg. Dann muss ich mit Kerstin verteidigen. Der kommt sonst so nicht vorbei, das kann ich vergessen. Ich muss auch fett fahren, anders geht's ja nicht. Ich muss da an Hülkenberg rankommen. Mein Ziel ist 9. Drei Runden habe ich noch. So, Button ist weg. 3,4 Sekunden auf Hülkenberg. So. Ja, ob wir den noch kriegen, ist schwer. Wird sau schwer werden. Weil der Reifenabbau auf dieser Strecke ist richtig schlimm, Freunde, ey. Verständlich, wie der Hülkenberg mich auf hart abziehen kann. Ich fahre auf weich. Verstehe ich einfach nicht. Liegt bestimmt am Setup. Keine Chance. Ich habe keine Chance. Kannst du vergessen, ich werde auf Platz 10 beenden. Nach einem einfachen, übelsten, schlechten Start. Ja, blöde Curbs dringen mich noch raus, ganz ehrlich. Schau mal nicht, Freunde, ich schaff das nicht. Wie kann er mich bitte auf harten Reifen abziehen? Das ist unnormal. Nee, ich verstehe es nicht. Nicht, weil er besser ist. Ich gebe schon Vollgas, ey, aber dieser Kack-Reifenverschleiß so blöd ist. Na, oh, das war ein Rennen zum Vergessen, Freunde. Unnormal. Ich fahre eine Sekunde langsamer ungefähr. Ihr seht, ich habe keine Chance. Ich gebe Gas. Es liegt bestimmt nur am Setup. Ja, ich fahre auf weichen Reifen. Auf weichen Reifen. Und trotzdem ist ja einfach vielleicht so dermaßen hoch, ey. Oh, die Körper sind so behindert in diesem Spiel. Na, ja, diese 4 Plätze wären da drin gewesen. 9, 8, 6 wären da drin gewesen. Boah, ich sah jetzt Abtrieb aufgesammelt. Wo? Da war nix. Mikro wird ganz normal angefahren.
unnormal, dieser Reifenverschleiß. Wo ich mir eigentlich zum Training dachte, oh, das würde mal ein schönes Rennwochenende werden, weil die Strecke Spaß gemacht hat. Rosberg gewinnt den großen Preis. Hat Vettel noch geschlagen. Wir werden nur als 10. schlechtes Rennen. Bin selber enttäuscht. Ah, jetzt schreibt er mich an, ey, ganz ehrlich. Ja, nur 10. geworden. Gute Leistung, gut gemacht. Rosberg gewinnt den großen Preis von Bahrain. 9 Sekunden war da nur dahinter der Sebastian Vettel auf der 3. Denn Lewis Hamilton mit 0,4 Sekunden Rückstand auf Vettel, Fiete Alonso, 5. Marc Brabant, 6. Grosjean, 7. Massa, 8. Räikkönen, 9. bin ich geworden und 9. Hülkenberg und 10. bin ich. Ausgeschieden. Niemand. Ja. Besser als nicht laufen können. Du hast Platz 9 in der Fahrerwertung verteidigt. Ja. Haben unser, wow, einen Punkt geholt. China und Bahrain waren jetzt eher so die Kackrennen. Aber Rosberg und Vettel teilen sich davon die den Platz 1 mit 73 Punkten. Mal gucken, ob es besser wird. Konstrukteursmäßig sind wir auf der 6. Lotus ist unser Gegner. McLaren auch. Und ja, fortsetzen. Ja, war ein schlechtes Rennen von mir. Ich verstehe es nicht. Passiert halt, wa? Am Anfang der Saison lief es sauber auch nicht so gut. Zum Ende hingegen lief es dann wirklich klasse. Strategie zahlt sich aus für Rosberg. Bei der AMG fährt gestern Abend ausgiebig nach dem Fahrer Nico Rosberg in Sakir einen denkwürdigen Sieg geholt hatte. In einem heiß umkämpften Rennen konnte Rosberg den Rest des Felds dank einer perfekten Strategie hinter sich lassen. So, Hülkenberg-Punkte gegen Tobias Aare. Duelle zwischen Teamkollegen sind immer besonders spannend für die Fans. Auch das Rennen in Sakir war keine Ausnahme und begeisterte Millionen von Formel 1-Fans an der Strecke oder an den Fernsehgeräten besonders. Hervorzuheben war Sauberfahrer Nico Hülkenberg, der vor seinem Teamkollegen Tobias Aare ins Ziel kam. Was für ein Tag. Nee, war kein Tag für mich. Nicht mal Level 2, es ist so bitter, ey. Ja, nächstes ist denn Rennen ist in Spanien. Sonnig komplett, so wollen wir das sehen. Und ja, schnellste Runde hat er momentan mehr. Ich dachte, ich wäre schneller gewesen. Ja, ich würde sagen, ja, Telefon, wir beenden das Ganze hier und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.